Servus Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach in Minecraft eure eigenen Befehle macht. Das Ganze geht in Vanilla Minecraft ohne Mods oder Plugins und ja, der einzige Nachteil ist, dass ihr den Prefix Trigger habt. Und dann könnt ihr aber jeden beliebigen Namen bzw. Hub zum Beispiel jetzt hier eingeben. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr diese Befehle funktionsvoll macht bzw. wie man das Ganze verwendet. Dafür lösche ich jetzt zum Beispiel einfach mal jetzt hier meinen Hub heraus, damit ich euch das Ganze von Anfang an zeigen kann. Als erstes holt ihr euch drei Command-Blöcke, die ihr dann sehr wichtig so übereinander platziert. Beim obersten ist es jetzt nicht wichtig, aber bei den anderen zwei muss das so sein. Sonst kann es sein, dass ihr euch softlockt, indem euch der Command einfach die ganze Zeit an eine Stelle tippt und ihr könnt euch nicht mehr bewegen dann. Als erstes erstellt ihr sozusagen einen Befehl, indem ihr einfach Scoreboard, Objectives, Add und dann den Namen eures Befehls, das heißt slash Trigger und dann hier der Name. Ich mache jetzt als Demonstration einfach mal Hub und dann, sehr wichtig, gebt ihr hier Trigger ein. Dieses Trigger, nicht dieses, und dann Enter und jetzt habt ihr dieses Objective Hub. Wir können es noch nicht triggern, ihr werdet sehen, es ist jetzt nutzlos. Und deshalb werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr das Ganze mit Command-Blöcken zur Funktion bringen könnt. Ihr macht hier einen Schalter dran, dass ihr den Befehl sozusagen ein- und ausschalten könnt. Hier auf Repeat. Und Need Redstone, dann den zweiten auf Chain und Conditional und den obersten auf Always Active bzw. Always Active und Wiederholen, dass sozusagen immer ausgeführt wird. So sollte das Ganze bei euch aussehen, wenn nicht, pausiert das Video und baut es circa so nach. Muss nicht 1 zu 1 so sein, aber sollte 1 zu 1 so sein, ihr könnt es auch auf die Seite machen oder so. Aber die zwei hier sollten verbunden sein, das ist wichtig. Und dann schreibt ihr in den unteren rein, Execute as add a scores, dann macht ihr so eckige Klammern bzw. geschwungene Klammern und schreibt hier rein hub ist gleich Punkt Punkt bzw. 1 Punkt Punkt. Das heißt, sobald der Score von hub 1 oder größer ist, wird dieser Command ausgeführt, den wir dann hier hinten hier hinschreiben. Ich mache jetzt hier zu Demonstrationszwecken einfach mal einen TP. Und zwar sagen wir jetzt mal, hier in die Mitte. Um die Koordinaten von sowas zu bekommen, einfach Z-Block, dann dreimal tabben, das Ganze kopieren und dann habt ihr die Koordinaten. Das mache ich, das geht ziemlich schnell. Und ja, dann fügt ihr sie ein und dann habt ihr die Koordinaten hier. Dann gehen wir zum nächsten Command-Block, welcher das ganze Scoreboard dann resettet. Es geht folgendermaßen, Scoreboard, Players, Reset, Add A, Hub. Und in den oberen, also ihr werdet jetzt sehen, slash Trigger Hub macht noch immer nichts. Und dafür ist dann der obere verantwortlich. Und zwar könnt ihr hier dann machen Scoreboard Players Enable at A Hub. Das heißt, dass jeder den Command Hub ausführen kann. Ihr könnt das dann auch einschränken, zum Beispiel, dass nur Spieler im Umkreis von 100 Blöcken den ausführen können. Dann müsst ihr hier unten, okay, ich habe hier was vergessen, und zwar sehr wichtig, Run Teleport at S, dass sozusagen der Selektor hier verwendet wird, der auch hier vorne verwendet wird, dann braucht ihr das Ganze nicht nochmal hierher kopieren. Sehr wichtig, at S verwenden. Und ihr könnt das hier weiter einschränken, indem ihr hier einfach zum Beispiel reinschreibt, Distance, Punkt, Punkt, 100. Ist jetzt optional, müsst ihr nicht machen. Und hier oben vielleicht auch noch. Distance, Punkt, Punkt, 100. Das heißt, alles kleiner als 100. Und jetzt kann ich den Befehl innerhalb 100 Blöcke Radius dieser Command-Blöcke ausführen. Wir können das Ganze jetzt testen. Trigger, Hub. Okay, wir sollten das Ganze vielleicht auch einschalten über diesen Schalter hier. Und jetzt seht ihr, hat es mich schon hierher tippet. Ich kann es jetzt gleich nochmal machen. Trigger, Hub. Und wie ihr seht, hat es mich erfolgreich hierher tippet. Jedes Mal, wenn ich das Trigger, Hub eingebe. Und ja, das könnt ihr jetzt für alle möglichen Befehle anwenden, dass ihr zum Beispiel hier eine Menge von Befehlen habt. Und ja, ist ein ziemlich nices Konzept. Ihr könnt das Ganze auch sozusagen hier noch einen weiteren Command hinzufügen, dass zum Beispiel dann im Chat steht, teleported you to hub oder so, oder auch ein Delay. Die Möglichkeiten sind unendlich. Und ja, da ist dann die Kreativität euch gelassen. Ich habe euch gezeigt, wie ihr das Ganze grundlegend sozusagen mal hinbekommt. Und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like. Schreibt eure Fragen zu dem Video in die Kommentare und lasst mir ein Abo da, wenn ihr weitere Videos wie dieser nicht verpassen wollt. Ich verabschiede mich von euch und ciao.